Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind wieder mit etwas FTL. Faster Than Light am Start mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück an Bord der Fish Army. Genau, wir sind in diesem Nebel da unterwegs, ne? Unkartierter Nebel. 45%, die Welt ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch ein bisschen zu wenig Drone-Parts für meinen Geschmack. Swarm-Missile ist okay, lelelelel. Aber irgendwie wollte ich doch noch mal. Na gut, wir müssen spätestens irgendwann nochmal die Schilde aufwerten, ne? Okay. Ja, 180 für die Schilde wäre eigentlich wichtig, ne? Aber wir finden vielleicht auch nochmal einen Store. Okay, wir fliegen erstmal hier hoch, weil alles andere erscheint mir gerade wenig sinnvoll. Ah, ich könnte den. Was wir aber auf jeden Fall mal machen könnten. Ja. Was wir auf jeden Fall einmal machen könnten, wäre den Reaktor upgraden. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Dann haben wir ein bisschen mehr Power. Okay, den lassen wir auf 1. Masse aus, Masse an. Neutralisiert das Ding direkt wieder. Autofeuer aus. Oh, das ist eine Firebomb. Gierig, gierig. Ja, gut, hat aber nicht gut getroffen. Okay. Einmal ins Pilotsystem feuern, bitte. Ich überlege gerade. Ja, wo ist das Ding jetzt gerade gelandet? Ah, gut, die ging daneben, alles klar. Mal die Medbay direkt an. Also wir können echt ein paar Raketen verballern, finde ich. Zwei Raketen müssen wir noch drauf schießen, das ist mir aber wert. Ui, da ging was daneben. Ganz schnell hoch. Naja gut, einmal müssen wir jetzt noch, ne? Konnten wir uns jetzt eigentlich leisten, mal ein paar Raketen drauf zu hämmern? 55 Scrap, das ist echt viel. Ich überlege gerade. Achso, du musst auf jeden Fall mal mit den Jungs hier in die Medbay. So. Ich würde sagen, 2 Punkte Power kaufen wir auf jeden Fall nochmal. Und springen jetzt mal zu diesem Ionensturm hier. Der hat hier einen Raketenwerfer dabei. Das ist die Frage. Wir sind heute mal gierig. Wir legen uns mal mit den Rockmen an.
Ich überlege gerade, wie der längste Weg zu seiner Medbay wohl ist. Wir laden erstmal die Swarm Missile auf, glaube ich. Warte mal, den Sauerstoff aber auch. Okay. Schieß bitte auf die Medbay. Das ist gut, also wir mussten da, finde ich, auch zweimal treffen. Der will jetzt mit dem hier reparieren gehen. Geh du mal hier hin. Du gehst auf jeden Fall mal hier hin. Weißt du was? Scheiße. So ein Dreck, ey. Es hätte auch funktionieren können. Es hätte ja funktionieren können. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal da drüben hier mein... Ich muss auf jeden Fall hier einmal das System reparieren. Bevor ich jetzt so viel Sauerstoff verliere. Oh, shoot! Boah, Alter, ich hab aus Versehen... Ich hatte aus Versehen den falschen Dude ausgewählt. Nehmen wir das nochmal anders. Ich muss auf Fire King aufpassen. Mit 19 ist er nicht mehr so taufrisch, ne? Das Dumme ist, er will jetzt auch gleich schießen. Ich krieg eine Rakete, werde ich abbekommen. Weil ich kann jetzt nicht mit den Schilden runtergehen. Ja, die lädt uns nicht mehr auf. Okay, sauber. Jetzt machen wir Folgendes. Wir switchen mal gerade Positionen. So, 15 zu 24. Dann tausche mal gerade Position. Wie viel hast du noch? 20 zu 19. 15, 35. Schande. Du musst jetzt hier raus, sonst bist du im Eimer.
Wow, krass. Krasse Nummer auf jeden Fall gerade. So geht's doch, oder? So, Viking, heil dich nochmal. Okay, du, okay. Will ich die Hull Repair aktivieren? Eigentlich nicht. Nee, lass mal. Schilde sind on. Frage ist, holen wir uns noch das Stufe 4 Schild Upgrade? Ich würde mal sagen, noch nicht. Ich fliege jetzt erstmal hier hin. Hier ist nichts los. Ne, der Store ist bestimmt irgendwo hier. Aber wir können ein paar Jumps machen. Gucken wir mal. Moment mal bitte. So, juhu, ein Mantelschiff mit zwei Burst Lasern Mark 2. Und eine Hermes-Rakete. Ich will nur mal gerade sagen, der hat Waffensysteme, die sind ja kriminell. Ach so, klar, wir können den Swarm Missile können wir mal laden, aber ich glaube nicht, dass wir hier viel machen, wenn ich gucke, dass ich so schnell wie möglich hier wegkomme. Warte mal kurz den Teleporter aus und machen wir hier meine Hull Repair schon mal an. Wenn wir brauchen, weil einen Treffer von dem werden wir auf jeden Fall fressen. Boah! Ey, gekonnt den Burst ausgewichen. Sollen wir noch einmal reinschießen? Wir können auch einmal in das Waffensystem schießen, gucken, wenn wir den da gut erwischen. Ich weiß es nicht. Wir sollten eigentlich abhauen, ne? Ja, wir sollten abhauen, der ist zu krass, der Typ. Das ist sogar eine Breach Missile. Den greifen wir an, das geht besser. Das geht definitiv besser. Thank you.
So, der Typ ist schon mal Geschichte. Ah, ja, genau, schieß mal da drauf. Du Sackratte, ey. Was hat denn der? Der hat eine Clone Bay Mark III, oder was? Boah, alter Schwede. Boah, die ist immer noch nicht kaputt. Guck dir das mal an, ey. Guck dir das an. Dann nimmst du den bitte. Wer ist das jetzt? Das ist Skull, ne? Der ist unter 25 HP. Hey Skull, du musst da jetzt raus. Müssen wir sowas von 100% zurückkommen, ne? Hehe, yo! Klar. Geil. Okay, und wir haben noch Eggman gekriegt. Also, Denne, geht ihr mal auf die Position zurück. Skull ist echt mies im Kämpfen noch irgendwie. Dann geht ihr nochmal in die Mad Bay. Ich meine, du gehst mal mit auf den Tele. Und gerade gucken hier Fire King. Viking, 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 geh mal hier hin. Du gehst nochmal hier hin. Okay. Stores werden wir also nicht so schnell finden. Aua. Krasser Pirat. Er hat keine Mad Bay. Wenn ich das richtig sehe. Gut. Schickst du die zwei rüber. Du portest dich mal bitte ganz schnell hier hin. Du. Ja, warte noch einen Moment. Komm die mal zurück.
Warum sollte die Artemis auch nicht mit jedem Schuss treffen? Ich sag's ja, warum sollte sie nicht mit jedem Schuss treffen? Türen und Fenster schließen. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich dann so eigentlich, ob wir vielleicht zu wenig Evade haben oder sowas, aber das ist ja auch nicht, ne? 45% ist schon ziemlich viel. Boah, wirklich echt jetzt, ne? Mein Vibe und das Babyphone. Die sind gute Freunde. So, gehen wir hier hin, hier hin, hier hin. Save current position. Ich hoffe die ganze Zeit drauf, dass ich irgendwann nochmal einen Store finde, ne? Das sollte ich vielleicht dazu sagen, falls ihr euch wundert, warum ich hier die Kohle nicht ausgebe und so weiter, ne? Ich meine, klar, der kann sagen, hätte der Günther nur zweimal den Reaktor aufgewertet, hätte er halt eben über 50% Evade, dann hätten wir 55%. Ist klar, ne? Aber wenn ich jetzt halt hingehe und ich kann natürlich jetzt für 140 meinen Reaktor aufwerten, vielleicht muss ich das aber nicht machen, wenn ich im nächsten Store eine Defense Drone halt finde, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann muss man das halt nicht machen. Das ist halt hier echt ein bisschen nervig, ne? Hehehe. Ja, gute Frage. Da kann ich halt jemanden noch mit an Bord beamen, das will ich aber nicht unbedingt. Tja. Ja, den müssen wir leider wegschicken, ne? Alter, der ist gut, ne? Moment mal bitte. Boah. Ja, das ist halt. Ich meine, es ist halt blöd, jetzt einen rauszuschmeißen, den wir. Ja, ist halt blöd, einen rauszuschmeißen, den wir da schon länger drin haben, ne? Ich überlege noch gerade nach weiteren Namen. Ach komm, wir sind mal so nett hier. Prodizian. Jetzt können wir die Leute ja nach Streamgästen benennen. So, da ist noch ein Beacon. Dann ist so ein Distress-Signal. Und dann kommen wir zum Exit, ne? Ja, dann gucken wir mal. Machen wir das. Okay, hier ist nix. Ich will eigentlich nicht mit denen handeln, weil ich so wenig Scrap habe. Entschuldigung, weil ich so wenig Sprit habe. Ich kann den, natürlich kann ich denen Sprit geben, aber mit Raketen kann ich jetzt halt auch überhaupt nichts anfangen, ne? Das ist das, wovon ich genug habe. Also Drone Parts hätte ich nur eher genommen, ne? Obwohl das halt ansonsten ist das natürlich schon ein guter Deal, ne? Aber, So, Exit. Exit, Exit. Okay, die haben jetzt für 12 unser Türensystem aufgewertet. Das finde ich eigentlich auch ganz nice. Schön.
Gut. Alles klar. Was haben wir denn zur Auswahl? Oh, Rebellensektor oder Zivilsektor? Ich glaube, ich werde den Zivilsektor nehmen. Wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut und Pax vobiscum, Valete.